Willkommen zum großen Müsli-Riegel-Test. Schritt 1, ganz viele Müsli-Riegel einpacken. Den ersten Riegel probieren. Franzbrötchen. Danke. Eins, zwei, drei. Eine solide 3 von uns beiden. Wir sind uns einig. Schmeckt ein bisschen nach Franzbrötchen. Ja. Aber auch ein bisschen hart für meinen Geschmack. Ja. Und könnte halt ein bisschen softer sein. Sehr süß. Also ich finde, der erste Bissen war okay, aber weil, umso länger man das im Mund hat, desto, naja, unangenehmer wird das Gefühl. Der Nachgeschmack ist wiederum ganz gut. Und, wie heißt es so schön? Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Deshalb, wir sehen uns in 1000 Schritten wieder. Wir starten jetzt hier in Frankfurt-Höchst mit der schönen Kulisse des Schlosses im Hintergrund. Mhm. Genau, und gleich werden wir anbiegen auf den Grüngürtel. Ihr kennt vielleicht auch den Teil jetzt gleich schon von unserem Megamarsch-Video. Das ist nämlich die gleiche Strecke. Warum machen wir heute den großen Müsli-Riegel-Test? Als Matthias und ich uns kennengelernt haben, waren wir beide im Megamarsch-Training und sind uns auf dem Grüngürtelweg über den Weg gelaufen. Wir haben Nummern getauscht und ich dachte, naja, ist super. Matthias war der erste Mensch, den ich getroffen habe, der gesagt hat, boah, er läuft den Megamarsch. Ich voll happy, weil was soll man einpacken für den Megamarsch? Und ich dachte, boah, dann habe ich endlich jemanden, mit dem ich mich mal über Müsli-Riegel austauschen kann, welche die besten sind. Tja, und 2,5 Jahre später hatten wir immer noch nicht das Gespräch über die Müsli-Riegel geführt, sodass wir das heute nachholen. 1000 Schritte später und auf dem Spielplatz, um den Regen zu entgehen. Zeit für den nächsten Müsli-Riegel. Und es wird hier einer mit ganz vielen Nüssen. Auf geht's. Man merkt auch hier, ich bin sehr langsam beim Essen. Eins. Oh. Wieder Match. Ja. Also ich fand ihn sehr gut. Er hat nicht so künstlich geschmeckt wie das Franzbrötchen. Dafür kleben jetzt die Nüsse überall in den Zähnen. Ich kann es leider bestätigen. Ja, darum noch ein Punktabzug. Aber was ganz cool war, der Riegel ist super crunchy. Er ist auch nicht so süß gewesen. Das Salz hatte ich aber nicht geschmeckt. So ein bisschen kommt es raus. Ja. So, wir haben was gegessen. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Nach dem Essen soll man ruhen oder 1000 Schritte tun. Weiter geht's. Und ja. Schaut euch das mal an. Also es ist eindeutig Hochwasser. Wie hier der Baum umspült wird, richtig, richtig krass. Die Fließgeschwindigkeit ist auch ziemlich hoch. Ja. Wir haben eben eine Ente gesehen, sie sah schon echt Geschwindigkeit hoch 10 aus. Und ich habe mal die ganze Zeit diesen Ohrwurm, ich weiß nicht, ob ihr den kennst, so I wanna go to the seaside. 1000 Schritte später, nächster Riegel. Was hast du Gutes? Pocket Porridge, Haferriegel, edle Erdbeere, Raubtierfütterung. Guten. Er ist schon mal wahnsinnig klebrig an den Händen. Schmeckt so ein bisschen wie Erdbeermarmelade, oder? Mhm. Erdbeermarmelade, in die ein paar Haferflocken gefallen sind. Hast du schon das Edle gefunden in der Erdbeere? Egon testet mit. Zwei. Eins. Eins. Ich habe nur zwei. Okay, du warst gnädiger. Also ich finde so ähnliche Kategorie wie das Franzbrötchen, aber sehr viel klebriger. Wahnsinnig klebrig. Sehr süß. Also bei mir hat es leider nur eine 1 geschafft, weil ich habe mir gedacht, diese Klebrigkeit, wenn wir jetzt auf einer Trekking-Tour oder Wanderung unterwegs wären, würden tatsächlich die ganzen Hände klebrig sein und man könnte die sich nicht richtig waschen. Und wir essen ja jeweils immer nur den halben Riegel. Ich glaube, ich hätte nicht davon einen ganzen Riegel essen wollen. Ja. Ja. Das ist einfach zu süß und wie gesagt, es war einfach Erdbeermarmelade mit so ein paar Haferflocken drin. Ja. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar. Ja, wir sehen uns in 1000 Schritten. Bis gleich. Was filmst du gerade, Matthias?
in Reihe. Den zweiten, den wir heute schon sehen. Ihr seht, wie die Enten einfach weggetrieben werden. Ja, da versuchst du eine gegen den Strom anzuschwimmen. Aber keine Chance. Aber hier sieht man auch mal ganz gut, wenn du hier drauf bist, wie das alles so überschwemmt ist, ne? Wie das Gras hier steht und vor allem auch auf die Wege geht. Haben wir schon die nächsten Schritte? Nee, noch 400 Schritte fehlen. Oh. Jetzt hätte ich gedacht, es gibt schon die nächsten Riegel. Ich habe noch so viel zwischen den Zähnen. Ich brauche noch ein paar Schritte. Aber würdest du die Wertung für den Erdbeerriegel damit hochsetzen? Weil er länger anhält? Aber nicht im positiven Sinne. We're back. Und es hält für einen neuen Müsli-Riegel. Hast du Hunger? Nein. Das ist schlecht bei Riegel Nummer 4. Keinen Hunger zu haben. Aber jetzt ziehst du dich. Als nächstes kommt ein Bio-Energy Ball. Welche Geschmacksrichtung hat er? Oh, Pistaz. Oh. Tja, was soll ich dazu sagen? Die esse ich sehr, sehr gerne. Dann nimm mal den ersten Bissen, den kann man so schlecht teilen. Aha. Mm. Oh, zeig mal, wie das aussieht. Du kriegst den Rest. Der hat auf jeden Fall zwei Konsistenzen. So mit dieser cremigen Füllung innen drin. Jetzt geht's schwer auseinander. Nee, also mir hat diese dunkle Schokolade mit der Pistazienfüllung überhaupt nicht geschmeckt. Okay. Also ich muss sagen, ich finde die Koro-Produkte generell sehr gut und habe die auch ab und zu in der Büroschublade. Wenn man jetzt aber den Direktvergleich hat, fand ich die Schokolade auch sehr intensiv. Die hatte auch, ich weiß nicht, ja, nicht eine alkoholische Note, aber irgendwie so sehr, sehr drängend. Ist halt, glaube ich, ein sehr hoher Kakaoanteil. Darum schmeckt die sehr bitter. Ja. Also jetzt, obwohl ich auch immer die Pistazien Energy Balls so gerne esse, jetzt gerade, muss ich sagen, fällt er ab. Deswegen auch leider auch nur eine 3 von mir. Und wie viele Reste hast du noch zwischen den Zähnen? Soll ich ehrlich sein? Ja. Also bestimmt. Wir haben hier auch einen Bildungsauftrag. Okay, also unter der Expertise 8 Zähne, glaube ich, so mindestens, wo was drin hängt. Also ich bin ständig dabei, mir irgendwas aus den Zähnen ja zu lutschen. Also wenn ihr auch einen Müsli-Riegel-Test macht, nehmt Zahnseide mit. Reiher Nummer 3 auf unserer Tour. Ich weiß nicht, ob ihr den so gut seht. Wir sind's wieder. Ich habe eben schon gedacht, oh Gott, es ist schon wieder so weit. Also wir machen das hier wirklich im Sinne der Wissenschaft und für euch, damit ihr nicht 10 Müsli-Riegel mit sehr viel Zucker und Kohlenhydrate essen müsst, sondern gleich zum richtigen Produkt greift. Also, hol einen Müsli-Riegel raus. Ja. Oh. Und danach liegen wir, glaube ich, flach. Chocolate and Peanut Butter. Ja, dann. Ich mach mal auf. Oh, da kommt schon die Erdnussbutter so an der Seite raus. Ich check nochmal hier in die Kamera, dass ich nochmal erkennen kann. So, dann. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Oh ja, der hat auch so wie diese Pistazienkugel vorhin so eine Schichtigkeit. Bist du bereit? Nein, ich kämpfe noch mit den Resten zwischen meinen Zähnen. Ja, ich auch, aber ich glaube, es wird auch nicht mehr besser. Ich glaube, wir putzen noch mal extra zu Hause Zähne. Eins. Ah. Ja. Also eigentlich esse ich die Nut Bars relativ gerne. Der Schokoladige hat mir jetzt nicht so zugesagt. Und jetzt, das ist jetzt unser Riegel Nummer 5. Und da ist der einfach zu mächtig jetzt. Ja. Also Vorteil, wenn ihr hungrig seid, er macht schon gut satt. Weil Snack zwischendurch nicht so geeignet.
Also ich fand ihn jetzt auch wieder sehr, sehr süß. Und also die Erdnussbutter so hat mir ganz gut geschmeckt innen drin. Ich muss sagen, ich habe halt bis jetzt meinen Favoriten und referenziere danach, ehrlicherweise, wo ich meine Bestbewertung gegeben habe. Und der liegt nach wie vor vorne. So, als Bauingenieurin. Schafft. Sagt er und dann? Nächster Riegel. Egon freut sich, er hat wieder mehr Platz. Er hat die ganze Zeit auf den Live Bar Organic Old Snack. Wachs Richtung Lemon. Du weißt, dass ich Lemon schon mal grundsätzlich etwas skeptisch gegenüber bin. Oh, da sind ganze Erdnüsse drin. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich hab einen halben Kuchen. Hm. Oh. Ist da an manchen Stellen salzig? Ich glaube, das sind die Erdnüsse. Eins. Oh! Oh. Im ersten Moment dachte ich, sehr künstlich, aber dann hat er mir doch echt gut geschmeckt. Und wenn man auf diese Erdnüsse zwischendurch beißt, hat man auch nochmal ein anderes Aroma und einen anderen Geschmack im Mund. Fand ich nicht schlecht und ich glaube, er ist auch sehr sättigend. Also tatsächlich, was Matthias gerade als positives Kriterium, dass er draufgebissen hat und dann andere Geschmacksrichtungen, fand ich so, es war unerwartet und für mich war es unerwartet negativ. Und also der Zitronengeschmack fand ich jetzt ganz okay. Also manchmal war es so stellenhaft wie so ein zitroniger Cheesecake oder sowas, Lemon Cheesecake. War schon ganz cool. In der Masse, ja, nee, nicht so meins. Okay. Also den würde ich dir auf der Wandertour nicht streitig machen. Jetzt hoffe ich nicht, dass er nächstes Mal die Zitronen einpackt. Ja. Gut, dass wir noch ein bisschen Auswahl dabei haben. Richtig. Aber es ist, ich muss sagen, schon der Zuckergehalt ist... Ja, ich glaube, man merkt auch, dass wir ein bisschen aufgedreht sind. Wie, wirklich? Könnte sein. Ja, guck mal, was Matthias eben noch entdeckt hat. Ich hatte nur den Stamm gefilmt und gar nicht gesehen, was für tolle Pilze hier in dieser Spalte wachsen. Also wirklich richtig toll. Leider haben wir jetzt die Straße hier noch im Hintergrund, die ihr wahrscheinlich auch hört. Aber richtig toll. Und da, das will ich auch euch mal zeigen, hier am Fluss, sieht man nämlich jetzt auch bei der Jahreszeit, ich glaube es strahlt ganz gut rot, sind die Hagebutten. Oh, Matthias! Was? Hagebutten! Wir haben Hagebuttentee noch in der Tasche. Ja. Das müssen wir euch jetzt auch nochmal zeigen. Einfach hier nochmal filmen. Wie toll diese Blätter. Es könnte jetzt auch Herbst sein, ist aber purer Winter. Nächster Riegel. Aber ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen. Eben als ich Matthias gesteckt habe. Du, ich habe noch zwei Riegel in der Tasche. War ein langes, tiefes Durchatmen. Wir werfen mal kurz einen Blick auf die Uhr. Die sagt, ich habe 189 Kalorien verbrannt bisher. Und wir haben jetzt wie 7 Riegel gegessen. Jetzt kommt Nummer 8. Und ich hoffe, dass du an der Stelle nochmal einblendest, wie viele Kalorien wir insgesamt schon gesnackt haben. Natürlich. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hast du gesagt, was wir haben? Chunky White Chalk. Hm? Nimm nicht so große Bissen. Oh. Irgendwas ist noch knusprig da dran. Übrigens, wenn ihr Lust habt und nochmal ein Video mit herzhaften Snacks sehen wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen. Mhm. Wir machen das ja nicht zum Spaß hier. Okay.
2, 1. Jetzt sind wir mit uns wieder einig. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Kälte lag, aber ich fand ihn relativ hart. Ja. Also die Konsistenz ist nicht so cool. Ich muss auch sagen, ich habe es immer noch in Schneidezähnen vorne und es erzeugt so ein Spannungsgefühl. Finde ich jetzt nicht so cool. Geschmacklich war er gar nicht schlecht, aber halt sehr hart. Sehr hart. Ich fand vom Süßegrad ist er auch eher im oberen Feld angesiedelt. Diese Knusperstücke waren überraschend, auch wenn es nur wenige waren. Ja, also Mittelfeld. Ja. Ja. Bis später. Was denn? Ich bin für das Filmen der komischen Kunst zu verantwortlich. Warum du? Also, wir haben jetzt hier Barfüßer. Der Barfüßer. Ah ja, man sieht auch hier die Impressionen des Barfüßers. Man sieht auch diese wunderschöne Nase mit den Füßen. Und hier die Barfüße. Ist aber schon ganz cool, weil es halt auf dem Grüngürtel durch die komische Kunst immer was zu entdecken gibt. Noch einmal von vorne. Matthias, ich habe eben besondere Mundbewegungen wahrgenommen. Pulst du auch heimlich? Ja. Tja. Ungefähr seit Müsli-Riegel 2. Also wir brauchen den Tag wahrscheinlich nicht mehr groß was essen. Außer vielleicht was Herzhaftes, um den Zucker zu neutralisieren. Und noch frohe Dinge. Ja, also ich muss sagen, es war gut, dass wir gestern Abend so gut essen waren, heute morgens nichts gefrühstückt hatten und dementsprechend der Magen die nötige Füllmenge noch zu sich nehmen kann. Aber es ist schon sehr viel Zucker. Wie ist bei dir? Meine Blutzuckerwerte will ich jetzt nicht wissen. Ja. Alles im Namen der Wissenschaft. Ja. Ja. Sind übrigens jetzt vollständig auf dem grünen Gürtel die ganze Zeit unterwegs. Wir haben hier, das kannst du mal zeigen. Zack. Auch wieder das Symbol. Und ich hoffe, ihr habt Egons Mütze schon gesehen. Ja, er kann gerade nicht gucken, immer gerade ein bisschen. Ja, er ist voll ausgestattet. Und er hat auch als einziger von uns heute seine Regenjacke vorbildlich angezogen. Sehr vorausschauend. Aber nur, weil er bisher noch kein Puffy-Jacket hat. Ja, das stimmt. Ja, die ist in Produktion, aber ist ein bisschen in Stocken gekommen. Mal schauen. Da sind wir wieder. Mhm. Habt ihr schon mitgezählt? Wir nämlich nicht. Ach, du hast doch noch einen. Ja, einen habe ich noch. Ja. Ich habe aber auch noch 2. Ja. Also es gibt von Foodlose Poesie, Amelie, Mandeln, Äpfeln, Pflaumen, Zimt. Okay. Also Pflaumen und Zimt passt ja so ein bisschen in die Jahreszeit, ne? Ich krieg den mal vorher. Der fühlt sich auf jeden Fall schon ein bisschen nussiger an. Vielleicht mehr wie so dieser mit den Nüssen, die vorhin so einzeln aneinander hängen. So sieht er aus. Mhm. Sehr nussig. Ja. Man erkennt auch die einzelnen Stücke der Blattung. Zusammengeklebt mit Zucker. Matthias hat mir das Pufferfisch. Ich versuche so daraus zu lesen, wie es ihm schmeckt. Ich weiß nicht, ob wir nachher auch als Wertungskriterium die Zeit, in der wir das essen konnten. Der isst sich sehr langsam. Alle getesteten Riegel sind übrigens bio und vegan. Mhm. Eins. Im ersten Moment dachte ich, ähnlich wie der Riegel Nummer 2. Aber Riegel Nummer 2 hatte so ein bisschen Salz noch mit drin. Und der war jetzt einfach nur süß.
Ja, also ich hatte nämlich auch die Hoffnung, ich dachte, wenn der so Nuss an Nuss ist, ein richtig großer Mandeln. Also mir kleben tatsächlich wieder die... Ja, mir klebt es auch noch alles, in den Backenzähnen. Ja, also super unangenehm. Ich weiß, wir wiederholen uns. Aber die Konsistenzen waren auch tatsächlich dann dadurch, hat es einfach mir auch beim Essen nicht so viel Spaß gemacht. Und der Zimt habe ich jetzt gar nicht. Also ich schmecke auch nicht so richtig ganz leicht. Die Pflaume. Ja, oder vielleicht ist es die Pflaume, die gerade bei mir hinten noch in den Zähnen steckt. Lass nachschauen. Nee, danke. War gerade beim Zahnarzt, ist alles wunderbar. Wir haben übrigens noch mehr Riegel, als wir eben, oder als ich gedacht habe. Ja, zwei fehlen noch. Ich hoffe, es sind die zwei und nicht, dass irgendeiner von uns in irgendeiner Tasche noch einen findet. Ja, oh, jetzt kommt aber die Pflaume so im Nachgang. Ja. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ja. Wir machen uns mal wieder auf. Genau, bis gleich. Also wir hatten ja eben erzählt, dass es fast so weit ist, dass die Nidda drüber tritt. Und hier unter der Brücke ist es jetzt tatsächlich so. Ja, hier ist alles überschwemmt. Und was singen wir dann? An der Nordseeküste. Sind die Reiher? Die Reiher ist da wieder. Oh krass, der ist richtig nah. Erkennt ihr ihn? Na jetzt, glaube ich, sieht man den auch, seht ihr den ganz gut. Hier den Finger. Da ist er. Das ist bestimmt der fünfte oder sechste, den wir heute haben. Boah, ich finde mal gerade, was Matthias kommt, weil da sieht man es richtig, richtig gut in der Verbrüstung. Oh nein! Okay. Der Adrenalinpegel ist auf 100. Oh, oh, oh. Oh nein! Hast du es auf Kamera? Natürlich! Du bist fast gedrückt. Oh, ganz schön schnell. Ja. Das ist rasend, oder? Sag mal, rechts oder links? Links. Links? Okay, du hast dich entschieden. Oh, 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 oh. Erstaunlicherweise wieder Erdnuss. Aber diesmal der Raw Bite. No added sugar. Ich bin mal gespannt, wie die Süße so ist von dem Riegel. Also ich kann schon mal verkünden, der Riegel sieht sehr massiv aus. Ist ja normalerweise ein Qualitätskriterium bei uns, aber... Oder zumindest bei mir auch. Bei dir? Ja, bei mir. Boah, der ist schon wieder sehr klebrig. Ja. Für No Added Sugar. Sieht nach Datteln aus, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist hier für euch. Matthias hält wieder seinen Pucker fest. Ich bin mal gespannt. Zwei. Eins. Oh. Echt? Ja. Ich fand klebrig an den Händen, aber nicht im Mund. Ja. Er ist wirklich nicht so süß wie die anderen. Mhm. Was ich gerade richtig angenehm finde. Auch sonst so geschmacklich gut ausgewogen. Also bei mir hat er tatsächlich, vielleicht bin ich auch einfach gerade übermüdet von der Art der Riegel. Ich fand, da ist der Erdnussbutter oder der Erdnussgeschmack an sich ist kräftiger rausgekommen. Das fand ich positiv. Ja, er ist nicht so süß, trotzdem... Und er klebt nicht ganz so in den Zähnen. Das stimmt. Also, der Mund ist fast wieder frei. Bis auf Rückstände von dem Vorgängerriegel. Von den acht davor. Die hängen tatsächlich noch. Aber ja, also ich fand ihn auch lecker, aber bei mir hat er trotzdem nicht den anderen vorhin geschlagen. Deswegen musste ich wieder eine 3 geben. Okay. Ja. Einen haben wir noch. Wir sehen uns.
So, wir sind jetzt angekommen in der Hochburg der Nutrias. Und da hinten ist schon eins. Das kommt jetzt direkt auf uns zugeschwommen. Mal gleich, wenn es näher kommt, dann können wir gleich mal ranzoomen. Na, hier. Seht ihr das? Sieht noch aus wie eine Ente. Das ist ein Suchbild, aber da ist es. Hier vorne. Und dann letzter Müsli-Riegel für heute. Ihr seht es einmal. Flapjack Langfrüchte. Der ist schon gut durchgebrochen. Das heißt, wir können ihn jetzt ganz schnell. Weil es fängt hier stärker an zu regnen. Willst du klein oder groß? Ich nehme klein. Oh, super. Vielleicht willst du den großen. Die Ente will mitmachen. Ja, die würde die sich kommt jetzt schon freuen. Sehr nah. Hoffentlich. Fischt die uns das vielleicht nicht aus der Hand. 2, 1. Ah. Ich fand ihn solide, aber nicht spektakulär. Mir hat gefallen, dass er so eine leichte Säurenote hatte und so ein bisschen anders war als jetzt die anderen Müsli-Riegel, die wir hatten. Ja. Aber die höchste Wertung wurde noch nicht geknackt. Das heißt, wir müssen irgendwann den zweiten Teil drehen. Ja, ja. Wenn wir die Kalorien wieder runterbekommen haben. Deswegen laufen wir jetzt noch schön ein bisschen weiter. Erst will ich noch schauen, wie viel Kalorien wir verbrannt haben. 446 Kalorien verbrannt. Du blendest hoffentlich nachher ein, was wir gefuttert haben. Ja. Ich glaube, da müssen wir heute noch ein bisschen sportlich aktiv werden. Dann, wir verabschieden uns mit ein paar süßen Nutria-Bildern. Bis bald. Tschüss. Walk, walk.